irgendwie hängt auch überall das gleiche Bild. Ja, das hatte ich ja schon. Nicht weitergeleitet. Duften wir hier erstmal durch. Hier ist ganz schön modrig. Ich bin verzweifelt. Vielleicht in der Badewanne geschlafen. Ich gehe zum 197. Mal da rein. So. Ecke. Kann ich hier irgendwas machen? Irgendetwas. Ich weiß nicht, ob ich blind bin. Oder vollkommen bescheuert, aber... Hätte einer ja einmal sagen können. Fenster zumachen auch noch, ne? Sie haben dir die 20er. Sie haben dich eiskalt abgeduscht. Sie haben versucht, dich mit einer Decke zu ersticken. Sie haben dich am Bett festgebunden. Sie haben mich am Bett festgebunden. Eine Frau ist neben mir gestorben. Sie ist an ihrem Erbrochenen erstickt. Sie war festgebunden, weil sie dauernd masturbierte. Jetzt noch ihr Röcheln. Ich schrie, aber keiner kam. Alle hier drin waren immer nur am Schreien. Dann sah ich auf einmal diese Puppe. Aber es war nicht Charlotte. Nein, das ist nicht Charlotte. Die Vergangenheit ist jetzt. Die Puppe, der Mann, das Gefühl der Scham. René entfernte sich immer weiter von der Wirklichkeit. Wie kann ich jemals verstehen, was passiert ist? Wie kann ich jemals Amara wiederfinden, wenn ich noch nicht einmal zu mir selbst finde? Schon wieder weiß ich nicht, was ich sagen soll. Echt. Sie haben sie einfach nur misshandelt, versucht zu töten, sich einen Dreck drum geschert, wenn es anderen so schlecht ging, dass sie gestorben sind, haben sie einfach sterben lassen. Und der Mann ist ja wieder in ihr Bett gestiegen, jetzt diesmal noch ein anderer. Und sie war verängstigt mit ihrer Puppe in den Armen im Bett gelegen. Ich meine, schrecklich. Montefoscoli, 12. November 1939. Meine liebe Tochter, ich habe gehört, was passiert ist. Es tut mir so leid. Dass du verlegt wurdest und dich elend fühlst, macht mir große Sorgen. Hab Geduld, du wirst sehen, es geht bergauf. Du wirst behandelt und wieder ganz gesund. Ich bete viel, jeden Tag. Bitte schreib mir oft, erzähl mir alles und sag, was du brauchst. Ich werde tun, was ich kann. Versuch stark zu bleiben. Mama. Das war der letzte Brief, den sie geschrieben hat. Seit ich in dieser Abteilung bin, nur allein sein. Nach diesem Besuch kam von Mama keine Briefe mehr. Warum dieser Mann? Warum kam sie nicht?
Habe ich etwas falsch gemacht? Ich glaube nicht, dass sie mich mein Schicksal überlassen wollte. Was habe ich falsch gemacht? Ich würde ihr gern jetzt antworten können, um den Lauf der Dinge zu ändern. Ich bitte dich, hol mich hier weg von diesem Ort. Er macht mir solche Angst. Sie haben mir alles weggenommen, alles. Sie tun mir so weh. Ich bin so allein, keiner weiß mehr etwas von mir. Es ist, als ob ich nicht mehr da wäre. Ich schwanke zwischen dem hier und dem hier. Wenn ich das schreibe, kann es einerseits so wirken, als ob ich einfach nur keine Lust mehr hätte, da zu sein und nach Hause wollte. Und das ist einfach so nichtssagend. Ich meine, sie tun mir weh, ja. Ich glaube, ich nehme das. Auch meine Freundin, hilf mir. Tue was. Du hattest recht. Ich weiß, ich verstehe. Mein Verhalten war falsch. Wenn du wüsstest, wie sehr ich mich schäme. Meine Angst ist so groß. Verstehen tue ich kaum was. Alles ist durcheinander. So kann ich nicht mehr leben ohne einen Sinn. Ich kann noch nicht mal mehr weinen. Das klingt am rationalsten. Aber jetzt weiß ich, mich zu benehmen. Ganz bestimmt. Jetzt wird alles gut. Ich werde arbeiten und anständig sein. Ich kann nicht beschreiben, was mir passiert. Manchmal weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Sie hassen mich. Er hasst mich. Er will mich umbringen. Aber keiner versteht das. Keiner glaubt mir. Ich würde am liebsten sterben. Abends hoffe ich, nicht mehr aufwachen zu müssen. Na gut, damit wird man sicher nicht rausgeholt. Sie hassen mich. Er hasst mich. Er will mich umbringen. Ja, das klingt auch schon wieder so. Ich kann nicht beschreiben, was mir passiert. Manchmal weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Trotzdem nehme ich das. So hätte sie mir vielleicht zugehört. Wird sie mir antworten? Ah. Ich habe immer Angst, dass das Spiel abschmiert. Soll ich jetzt mitmachen? Die Briefe wurden im Archiv abgegeben. Von da aus wurden sie verschickt. Wo ist denn das Archiv? Sieht nicht aus wie ein Archiv. Warte mal, hier haben wir einen Brief gefunden, der nicht weitergegeben wurde. Ist das das Archiv? Ein Behandlungsraum. Ich bin auch so Banane im Hirn. Trotzdem werde ich mir noch alles angucken, bevor ich irgendwas übersehe. Ein Schädel und ein Metronom. Okay. Und ganz viele Bücher. Viele, viele Bücher. Okay. Irgendwie ist alles rostig oder mit Blut verschmiert. Und das hier ist, glaube ich, Blut. Ich hoffe zwar, dass das Dreck ist, aber naja. Was ist denn hier passiert? Okay. Ich gehe ja wieder, danke. Ey, diese Sequenzen kriegen mich jedes Mal wieder. Da wurde man scheinbar angeschnallt. Boah, diese Klostühle, die gibt's immer noch. Zwar in Rollstuhlformat und vielleicht nicht ganz so dreckig und rostig. Nee, die sind so schrecklich. Einmal benutzt, nie wieder. Wirklich nie wieder. Hä? Also wir sind scheinbar ganz schön dick, dass wir nicht mal dadurch gepasst haben. Okay, und jetzt gucken wir wirklich, wo das Archiv ist. So, einmal die Wegbeschreibung bitte. Bla bla bla. Hä? Treppe, Untersuchungsraum, Operationssaal, Gynäkologie, Röntgenraum, halbruhige Untersuchungsraum, Abteilung Bettlägerige, Augenärztliche, zehnte. Was ist denn die zehnte? Wäscherei, Verwaltung, persönliche Habe und Patientenarchiv, 12.
War das hier? Nee. Hä, was war denn das? Wo nichts dran stand. Okay. Also nochmal. 10. Also hier. Okay, ich wüsste auch nicht, wie ich diesen Raum benennen sollte. Oreste Pacheco? Psikosi per 8, 456. Okay. Was ist das? Ich kann es nicht erkennen. Wahrscheinlich das gleiche wie hier drin. Ah, wieder die Estrato-Dinger. Warte mal, wo komme ich her? Ich glaube hier. Muss ich lang. Okay, da wachsen schon Bäume hier rein. Jetzt komm, wir gehen einfach Wenn da man rein. ins Irrenhaus kam, dann hatte man nicht mehr das Recht, etwas zu besitzen. Die Sachen, die man bei der Einlieferung hatte, wurden eingewickelt und hier verstaut, auch die Kleidungsstücke. Im Falle, dass ich eines Tages wieder rauskomme. Viele, zu viele aber kamen hier nie wieder raus. Ich kann wahrscheinlich nichts nehmen wegen In der des Kartei im Briefes. Archiv muss eine Mappe mit meinem Namen sein. Hier irgendwo. Eine Mappe mit meinem Namen. Mappe mit einem Namen. Mappe. Mappe. In der Kartei im Archiv muss eine Mappe mit meinem Namen sein. Hier Ja. irgendwo. Achso, oh. A bis B. Wie war unser Nachname nochmal? Ich will dich zumachen. Ja. Also muss es da drin. Hä? Alles geht von selbst wieder zu, außer die oberste. Machen wir einfach mal alle auf. Die hat man, glaube ich, auch noch nicht. Was? Ich wollte es haben. Liebe Mutter, ich bitte dich, hol mich hier weg von diesem Ort. Er macht mir solche Angst. Du hattest recht. Ich weiß, ich verstehe, mein Verhalten war falsch. Wenn du wüsstest, wie sehr ich mich schäme. Aber jetzt weiß ich mich zu benehmen, ganz bestimmt. Jetzt wird alles gut. Ich werde arbeiten und anständig sein. Deine Tochter René. Nicht abgeschickt. Dieser Brief hier. Sieht aus wie ein Brief, den René damals geschrieben hat. Er ist aber nie abgeschickt worden. Warum? Warum wurde er nie abgeschickt? Ich habe einen Brief von Ihnen bekommen, Mutter. Sie sagen mir, ich soll stark und geduldig sein, aber ich habe nur Angst und Schmerzen. Und Sie schreiben mir nicht mehr. Ich wünsche mir, dass dieser Brief wie ein Abbild meiner Seele das zeigt, was ich durchmache. Die Kinder wollen mich umbringen. Alle tun so, als ob nichts wäre und sagen mir, was ich machen soll. Ich kann das nicht verstehen. Sie hilft mir, aber was haben Sie ihr getan? Können Sie es mir sagen? Werden Sie mir helfen? René.
Montefoscoli, 7. Juli 1940. Meine liebe Tochter, ich habe nichts mehr von dir gehört, nicht eine Zeile seit Monaten. Leider habe ich keine Möglichkeit, dich zu besuchen. Es fehlt an Geld für die Fahrt. Erinnerst du dich an Herr Onofrio? Er fährt demnächst geschäftlich nach Volterra. Ich habe ihn gebeten, ob er so freundlich sein und sich beim Herr Direktor nach dir erkundigen könnte. Hoffentlich bringt er, was dich betrifft, gute Nachrichten mit. Schreib mir aber auch. Ich weiß, ich war sehr streng. Ich bitte dich um Entschuldigung. Ich dachte nicht, dass... Herr Onofrio habe ich eine neue Puppe mitgegeben. Du hast mir gesagt, deine ist weg. Und ich weiß, dass du sie sehr lieb hattest. Sie ist nicht so schön wie deine Charlotte, aber ich hoffe, sie kann dich aufmuntern. Nur Mut, mein Kind. Wirst schon sehen. Alles wird wieder gut. Mama. Montefoscoli, 12. Oktober 1940. Liebe Tochter, ich habe dir zweimal geschrieben und habe keine Antwort erhalten. Ich warte jeden Tag sehnsüchtig auf einen Brief von dir. Herr Onofrio ist zurück. Er hat dir doch die Puppe mitgebracht. Hat sie dir gefallen? Es ist ihm nicht gelungen, mit dem Herrn Direktor zu sprechen. Dich hat er aber gesehen, erzählte er. Ich bete jeden Tag für dich. Don Gino hat Sonntag während des Gottesdienstes für dich gebetet. Schön, oder? René, ich habe beschlossen, dich nach Hause zu holen. Dem Herr Direktor habe ich es schon geschrieben und ihm gesagt, dass ich mich gut um dich kümmern werde. Im Moment bin ich krank und kann deshalb nicht arbeiten. Du wirst sehen, bald geht es mir wieder gut, so dass ich reisen kann. Dann komme ich und hole dich. Ich weiß, du leidest sehr. Halte noch durch, bitte. Mama kommt und holt René, nicht? Mama ist lieb, aber ihr geht es nicht gut. Darum ist der Mann gekommen. Die Puppe. René hätte mit ihr spielen und darauf warten können, dass sie kommt. Aber René hat sie nie in die Hände gekriegt. Ist das eine Lüge von Mama? Sie wusste, dass sie René Schlimmes angetan hat und... Nein, nein, Mama ist lieb. Der Mann hat sie mitgebracht. Das ist uns gerade wieder eingefallen, nicht? René hat sich doch geirrt. Die Puppe ist ganz sicher da. Sie ist wohl, wie alles andere, beschlagnahmt worden und hier irgendwo unter Verschluss. Wahrscheinlich ist die Mutter gestorben, bevor sie sie holen konnte. Oder sie haben nicht zugelassen, dass sie sie holt. Wenn das wirklich alles auf einer wahren Begebenheit beruht, dann... Krass, echt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht noch Pipi in die Augen kriege oder so. Das wäre ein bisschen peinlich. Jetzt können wir das Bündel aufmachen, auf dem Tisch vor dem Fenster. Okay, der leuchtet auch nur dezent, damit man ja weiß, wo man hin muss. Siehst du? Mama war lieb. Ich war die Böse. Mama hat sich Sorgen um René und Charlotte gemacht. Ich habe Charlotte allein gelassen. Wir haben sie allein gelassen. Ich kann es leider nicht ganz umdrehen. Was steht da drauf? René, 18. Ist das Januar 1935. Sie soll dich leiten auf all deinen Wegen und die Sünde von dir fernhalten. Mama.
Mutter hat sich ganz schön um die Tochter gesorgt.